Jesus Christus. Wir starten eine neue Serie. Von Anfang an, vom ersten Buch Mose an, über das, was uns der Herr offenbart hat, über den Ursprung, über die ersten großen Gestalten des Vertrauens. Und dazu begrüße ich auch die Zuschauer im Internet. Unser Thema also die Schöpfung. Wenn wir mit dem ersten Buch der Bibel beginnen, dann spannt sich da ein Bogen bis zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Und dazu unser erster Bibeltext. Offenbarung Kapitel 4, da heißt es in Vers 1, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda. Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und er beschreibt und beschreibt diese Szene, die himmlische Schaltzentrale, den Ort, von wo aus dieses Universum gesteuert, gelenkt wird, wo alles zusammengehalten wird, wo der Thron der Gottheit steht. Und das ganze Universum, alles, was es an Galaxien gibt, kreist um diesen Thron. Und die Gestalten, die um diesen Thron sind, die preisen, die loben, fallen nieder und sie singen, und wir haben das hier als letztes in diesem Kapitel in Vers 11, folgender Inhalt, was sie hier sagen. Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Punkt. Das ist es. Dort, wo die sind, die wissen, worum es geht, die himmlische Regierungsmannschaft, sie preisen den Vater auf dem Thron. Warum? Du hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Es ist ein allgemeines Wissen, dass das größte Wissen, das Insiderwissen, immer in der Schaltzentrale herrscht, oder? Und wenn auch manche, die irgendwo in einer Riesenfirma an irgendeinem Punkt beschäftigt sind, meinen, sie wüssten es besser, letztlich wissen es die am genauesten, wie alles läuft, wie es geplant ist, die Befehle dazu geben. Wir Menschen, die Jahrtausende später leben, meinen, wir könnten gegen diesen Text etwas aussagen. Das ist einfach lächerlich. Die, die dort die Chefs sind, sagen, dir gebührt das Lob, denn du hast alles geschaffen. Und dann würde da noch einer wagen zu sagen, das wäre irgendwie anders. Da zweifelt man ja dann am Verstand. Nur der, der dort ist, in der Zentrale, der weiß, wie es wirklich ist. Und wenn wir dann 1. Mose 1, Vers 1 aufschlagen, das, was Mose dort in der Einsamkeit seiner Bergwelt in der Wüste erfahren hat, was ihm klar gemacht wurde. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Erde. Punkt. Alles gesagt. Alles erledigt. Gott schuf Himmel und Erde. Dieser Text hat eine Wucht ohnegleichen. Er schuf. Und damit war es da. Und dann kommen die Details. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn wenn er spricht, so geschieht. Wenn er gebietet, so steht's da. Psalm 33, Vers 6 und 9. Der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es bleibt, immer und ewiglich. Psalm 104, Vers 5. Diese Texte lassen keinen Zweifel aufkommen. Und Paulus, der Schreiber des Hebräerbriefes, er hat in Kapitel 11, wo er all diese Gestalten aus dem Alten Testament anführt, als Glaubenshelden und Zeugen, da fängt er so an, Kapitel 11 von Hebräer, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist ein Nichtzweifeln. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Alles verdanken wir ihm. Ohne die Schöpfung gibt es uns nicht. Dabei passiert dieses Wunder ja ständig. Zuerst ist nichts und dann ist etwas da. Das war bei dir auch so, oder? Denn dich gab es ja einmal nicht. Und dann warst du auf einmal da. Aus dem Nichts. Und ständig geschieht das. Wo immer wieder eine Geburt ist, zuerst war nichts und auf einmal kräht da ein junges Wesen und schreit seine Freude schon in die Welt hinaus. Ich bin da. Aus dem Nichts. Mich gibt's jetzt. Leben. Und auf der anderen Seite erleben wir, wie Leben vergeht. Und der letzte Atemzug getan wird. Der erste Schrei, der letzte Atemzug. Und dazwischen Leben. Manchmal sehr kurz, manchmal ein bisschen länger. Noch einmal zurück in die Offenbarung, diesmal Kapitel 5. Im vierten Kapitel wird also der Vater auf dem Thron gepriesen, weil er geschaffen hat. In Kapitel 5, dort bei dieser Thronszene, taucht das Lamm auf. Gleichzeitig als Löwe. Für die einen kommt als Löwe, der vernichtet. Für die anderen als Lamm, das geblutet hat. Und dann kommt der nächste Lobpreis. Wir haben in der Offenbarung zweimal seinen Lobpreis. Einmal für den Schöpfer, den Vater auf dem Thron. Und dann in Kapitel 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel. Warum? Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Du hast mit deinem Blut, Lamm Gottes, Menschen für Gott erkauft. Und jetzt spüren wir die Dimension. Warum gerade die zwei? Schöpfer, Erlöser. Was hilft dir dein ganzes Entstehen, wenn du wieder vergehst? Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen auch noch einen Erlöser.
damit, wenn wir vergehen, wieder auferstehen. Drum sind das die zwei größten Lobeshymnen, die es in der Bibel gibt. Du bist geschaffen, aber eigentlich vergänglich seit dem Sündenfall. Und drum kommt jetzt das Lamm, damit du trotz deiner Vergänglichkeit zur Unvergänglichkeit kommen kannst, weil er dich erkauft hat mit seinem Blut. Das sind die zwei größten Geschenke. Schöpfung und Erlösung. Vater und Sohn. Nun, wenn man das so betrachtet, wie damals die Schöpfung war, wir haben ja ein Problem. Wir können ja nicht ganz zurückblicken ohne das Wort Gottes. Wir können heute die Natur betrachten draußen, aber das ist die nachsintflutliche Welt. Und wie hat es vor der Flut ausgesehen? Das Einzige, was wir immer wieder feststellen, wenn man irgendwo etwas findet, in der Erde gräbt, wenn Fossilien entdeckt werden, wo etwas, was damals lebendig war, versteinert geworden ist, zum Beweis aufgehoben. Jedes Mal, wenn sowas gefunden wird, sagt der Schöpfer, siehst du, das gab's damals vor der Flut. Habe ich dich wieder mal etwas finden lassen. Fossilien, die zeigen, wie es vor der Flut war. Und da stellen wir fest, dort wo heute Eis ist, an den Polen, Nordpol, Südpol, wo es ganz, ganz kalt ist, merkt man, da gab es Pflanzen, da gab es Bäume, da gab es Farne, die heute nicht mehr kleine Sträucher sind, als Bäume. War etwas anders. In dem herrlichen Buch von Ellen White, Patriarchen und Propheten, finden wir auf Seite 20 eine Beschreibung. Da gab es Berge, Hügel und Ebenen mit stattlichen Flüssen und lieblichen Seen. Aber die Gebirge erhoben sich nicht jäh und schroff. Und sie waren ohne schreckenerregende steile Felswände und Abgründe wie heute. Der fruchtbare Boden, der überall üppigen Pflanzenwuchs hervorbrachte. Es gab keine Wüsten, es gab keine unfruchtbaren Gegenden. Alles grünte, überall auf dem ganzen Planeten. Und es war auch wesentlich mehr Landfläche als jetzt. Denn jetzt ist ja nur mehr wenig Land da. Das meiste ist Meeresfläche. 3/4 Wasser. Zur Erinnerung, eine Flut war da. Und wenn nicht gewisse Gebiete damals dann danach gehoben worden wären, wäre immer noch Wasser überall. Denn wir sehen das ja am Meer, wird von dem weniger, ist immer gleich viel da. Nachdem alles bedeckt war, wäre es so geblieben. Wenn nicht gleichzeitig danach, nach der Flut, gewaltige Verschiebungen in der Oberfläche vor sich gegangen wären, dass gewisse Gebiete gehoben wurden, damit wir ein bisschen noch Platz haben auf dem Planeten. Gewaltige geologische Vorgänge, zum Beispiel hier in Europa, wo die Alpen aufgefaltet wurden. Wie bei einem Teppich, wenn du von der Seite Druck machst, dann entsteht eine Welle, ein Bogen, faltet sich in die Höhe, wenn du seitlich Druck gibst. Und das müssen Kräfte gewesen sein. Und dann sieht man, wenn man so mit dem Flugzeug oben drüber fliegt, wie die Wassermassen abgeflossen sind, ganzen Täler, als alles noch weich war. Schön zu sehen, alles hat das Wasser geformt und dann die Ebenen im Rheintal. Das Wasser so schön anplaniert. Schöpfung. Und dann, was da an Vegetation alles war, diese Sträucher, diese Blumen, majestätische Bäume,
Da sind ja unsere Bäume heute Streichhölzer dagegen, was damals für Bäume waren. Und als die Engel das sahen, da wurde gelobt, da wurde gepriesen. Sie waren einfach entzückt. Und dann als Krone des Ganzen, Adam, geschaffen. Und dann kommen die Tiere alle zu ihm. Kein Tier tut dem anderen etwas zuleide. Es gibt noch keine Raubtiere. Kein Tier frisst ein anderes. Und die kommen alle zu Adam. Der kann alle streicheln. Sie fürchten sich nicht vor ihm und er fürchtet sich nicht vor ihnen. Da konnte man auf dem Löwen reiten. Und der hat geschnurrt wie eine Katze. Und so wird es auch wieder werden. Gott schuf den Menschen nach seinem eigenen Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Dann kommen all die Tiere, bekommen ihre Namen. Und dann merkt Adam, da gibt es ein Männchen und ein Weibchen. Und bei dem Tier gibt es ein Männchen und ein Weibchen. Und wo ist mein Weibchen? Dann bekam er auch so etwas. Denn der Heiland hat ja uns lieb. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. 1. Mose 2, Vers 18. Der Mensch, ein Gemeinschaftswesen. Wir brauchen einander. Miteinander sind wir stärker, gemeinsam. Und da Eva als Rippe von seiner Seite geschaffen wurde, ist es also klar, nicht soll die Frau den Mann beherrschen, aber er sie auch nicht. An seiner Seite. Sie sollte, so heißt es im Buch Patriarchen und Propheten aus der 22, sie sollte ihm vielmehr ebenbürtig zur Seite stehen. Und er sollte sie lieben und beschützen, damit sie sich nicht fürchten muss. Dabei war die Eva von damals eine, vor der hätten wir uns gefürchtet. Denn die ersten Menschen, 3 Meter groß. Also so einer Eva wäre ich lieber nicht in die Hände gefallen. Die waren stark. 10-mal so stark wie wir. Und dann, damit das Ganze noch eine Steigerung erfährt, gibt es für sie ein Wohnhaus. Wie schaut das aus? Pyramide, Turm, kreisförmig. Aus Natur wird das Ganze geschaffen. Ein Garten, ein Park, Eden. Und sie wohnen in freier Natur. Die Temperatur ist angenehm und sie wohnen inmitten von Weinstöckchen, wo die Früchte nur so da hängen. Keine lange Zeit mit Kochvorbereitungen, es ist einfach alles servierfertig, fix und fertig zubereitet. Köstliche Früchte an den Bäumen. Duftende Blumen, Eden erblühte auf Erden. Und Adam und Eva hatten freien Zugang zum Baum des Lebens. Alles vollkommen perfekt. Glücklich waren sie, die beiden. Und als das Ganze so vollendet ist, erwähnt die Bibel, dass Gott sich Zeit genommen hat, das Ganze einfach zu genießen und zu betrachten. Und dann kriegt der Mensch auch noch etwas von dem Ganzen. Er darf auch genießen und betrachten. 6 Tage Arbeit, 7. Tag innehalten. Er hat uns Hände gegeben zum Schaffen. Und Schaffen ist schön, Arbeit ist erfüllend. Sonst wird das Ganze sinnlos und leer und langweilig. Und dann hat er uns auch den Verstand gegeben, damit wir nachdenken über das Ganze.
jeden siebenten Tag zum Innehalten. Sabbat, Geschenk. Und der Sabbat ein Denkmal für die Schöpfung. Jedes Mal etwas, um sich dazu zu erinnern, wie er uns lieb hat. Die Beobachtung des Sabbats sollte eine dankbare Anerkennung aller Erdenbewohner sein, dass Gott ihr Schöpfer ist, ihr rechtmäßiger Herrscher. Sie aber das Werk seiner Hände und die Untertanen seiner Herrschaft sind. Patriarchen und Propheten, Seite 24. Der Sabbat wurde also ein Erinnerungszeichen an den Schöpfer, an die Schöpfung für die gesamte Menschheit. Das erste Geschenk neben der Ehe in der Bibel. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, heißt es im Psalm 19, Vers 2 und 3. Und das Firmament verkündigt seine Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Die größten Komponisten haben versucht, das in Töne zu kleiden. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Darum kann man Gott nicht mehr verunehren, als wenn man ihm diese Ehre raubt, indem man nichts anstelle des Schöpfers einsetzt. Denn niemand, der das geschaffen hat. Und ihm die Ehre zu rauben, das würde ich mir gut überlegen. Denn er ist der Herr des Universums. All die Schönheit, die wir auf diesem Planeten erleben, selbst nach dem Sündenfall, selbst in dieser nachsintflutlichen Ära, diese Schönheit der Pflanzen, gerade jetzt, wenn es Frühling wird, diese Knospen, wie das herauskommt, Tag für Tag, wie dieses neue, frische Grün kommt, alles ein Zeichen seiner Liebe, wie sehr er dich lieb hat. Er füllt die Erde mit neuem Wachstum, damit du leben kannst, damit du Nahrung bekommst. Alle Geschmacksrichtungen, alle Farben, alle Düfte, weil er dich liebt. Bei jedem Bissen, der auf deinen Lippen, auf deiner Zunge ist, es kommt von ihm. Er hat es wachsen lassen. Er hat dich lieb. Er möchte, dass du lebst. Mittendrin in diesem Garten Eden, der Baum der Erkenntnis. Neben dem Baum des Lebens. Und dieser Baum der Erkenntnis, der sollte für unsere ersten Eltern der Prüfstein werden. Darüber das nächste Mal dann mehr. Der Mensch wurde nicht als Automat geschaffen, dass er wie die Tiere funktioniert. Bei denen läuft ja alles ab über den Instinkt. Du musst ja nicht so ein Tierlein einfangen und ihm erklären, was für die betreffende Art als Nahrung dient. Die wissen das einfach. Und die fressen nichts anderes. Mitunter stellen wir dann auch fest, dass wir meinen, wir wüssten, was die Tiere, die bestimmten Arten essen. Die Engländer haben ja Australien als Kolonie für sich erworben. Und als sie diese süßen kleinen Koala-Bären gesehen haben, dachten sie sich, das ist was für unseren Zoo in England, in London. Die nehmen wir einfach mit. Ja, und wir haben ja gesehen, Eukalyptus wird von denen gefuttert. Also nehmen wir Eukalyptusblätter auch mit. Und siehe da, in dieser Gefangenschaft nicht angerührt. Hat ihnen wahrscheinlich die Umgebung nicht gefallen. Sie sind gestorben. Man hat die Nächsten geholt, selbe Ergebnis. Bis ihnen ein Biologe klargemacht hat, Eukalyptus ist nicht Eukalyptus. Da gibt es 21 Arten. Und von diesen 21 Arten sind 18 nicht die Geschmacksrichtung des Koalabärs. Nur 3 davon. Und nur die frisst er. Das ist sein Programm. Und wenn er die kriegt, und sonst nimmt er nichts. In der Natur ist alles programmiert.
Und ein Tier stirbt eher. Das ist das frisst, was nicht für seinen Körper bestimmt ist. Der Mensch ist jetzt frei. Er kann in die eine wie in die andere Richtung. Er kann sich frei entscheiden. Das ist also so ein Unterschied, wie wenn wir wählen könnten, wollen wir lieber ein Baby, das mitunter eigene Wege geht, einen eigenen Willen entwickelt, oder hätten wir lieber so einen kleinen Roboter, fix und fertig programmiert, und was immer du drückst, der macht das immer. Was ist feiner? Jemand, der vollautomatisch immer funktioniert, immer nach deinem Willen alles macht, solange halt der Roboter funktioniert, und auf der anderen Seite ein Lebewesen, ein kleiner Mensch, dem du sagst das und das, und der sich dann meldet und sagt, ich will aber, tap, 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 tap. Dieses Freie, das ist viel reizvoller als ein Automat. Es wird langweilig. Am Anfang ist es interessant. Und dann macht immer das, was du sagst. Das Freie, dass jemand das freie Stückchen, das tut, was du willst. Dass jemand dich lieb hat, dass er das äußert, ohne dass du ihn zwingst. Das ist es. Und so etwas will der Schöpfer. Für ihn wäre es eine Kleinigkeit, dass wir alle wie Automaten herumlaufen und alles tun, was er will. Ein Blitz, der hier einschlägt und wir sagen, ja, alles tun wir. Das ist nicht sein Ziel. Er möchte, dass wir erkennen, dass er die Liebe ist. Und dass wir es Liebe, Anerkennung seiner Liebe, ihm folgen, seinen Willen tun. Weil wir begreifen, bei dir ist das Leben und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Gott erschuf den Menschen aufrichtig, er verlieh ihm edle Charakterzüge ohne Neigung zum Bösen, ursprünglich. Und das, was der Mensch hier erfahren hätte können, dieses wahre Glück in Übereinstimmung mit Gottes Richtlinien, tja, das wäre die Chance gewesen. Auf der Seite 27 in dem Buch Patriarchen und Propheten steht ein bedeutsamer Satz neben all den anderen. Der Schöpfer und Erhalter aller Dinge erschloss den Menschen die Naturgesetze und die damit verbundenen Vorgänge. Er hat sie so ein bisschen auf den Spuren seiner Gesetzmäßigkeiten gehen lassen, sie eingeführt, warum das alles so funktioniert. Und da steht, diese Naturgesetze beschäftigen menschliches Forschen seit 6000 Jahren. Denn unsere Menschheitsgeschichte ist 6000 Jahre, bis Jesus wiederkommt. Das ist faszinierend. Und dann 1000 Jahre, wo alles ruhig ist. Das gleiche Verhältnis wie bei der Schöpfung. 6 zu 1. 6000 zu 1000. Alles stand dem Forschen unserer ersten Eltern offen. Auf jedem Blatt im Walde. Was war da geschrieben? Unterschrift: Gott. Auf jedem Stein im Gebirge. Unterschrift: im leuchtenden Stern, auf der Erde, in der Luft, am blauen Himmelszelt, überall stand Gottes Name geschrieben. Und bis heute sehen wir das. Überall zeigt er, stammt von mir. Jetzt die Narzissen, wie sie so gelb
ihre Farbe versprühen. Überall steht drauf, Gott, er erfreut uns. Und wenn du vorübergehst und du schon riechst den Duft und wenn du das erst genauer betrachtest und wie die Insekten sich da tummeln und was die da für einen Weideplatz wiederfinden, diesen ganzen Blütengefäßen und wie dann die Bienchen gelb bepudert da wieder herauskommen. Die Ordnung und Harmonie der Schöpfung erzählt von unendlicher Weisheit und Macht. Ständig werden wir gefesselt von dem, was in der Natur sich offenbart, wenn wir die Augen dafür aufmachen. Und es ist so beruhigend für uns. In allen Großstädten der westlichen Welt sieht man an Wochenenden dasselbe Bild. Während der Woche sitzen sie alle zuhauf in ihrem Staub und Lärm und Schmutz, in ihrer Arbeitswelt. Und wenn dann so Freitagmittag kommt und es draußen grünt und blüht und warm wird, was sieht man? Was wollen sie alle? Raus wollen sie. Und brauchen unendlich lang, weil alle zur selben Zeit raus wollen. Und am Sonntagabend, was siehst du da? Kommen sie wieder alle zurück aus dem Grünen. Brauchen wieder unendlich lang, weil wieder alle zur selben Zeit zurück wollen. In uns ist das drinnen. Wir wollen raus aus all dem Menschlichen hin dort, wo wir ihn sehen. Und viele ahnen gar nicht, warum sie da hinaus wollen. Aber er hat uns diese Sehnsucht ins Herz gelegt, die Schöpfung zu sehen, diese Weite, die Luft, die Quellen, alles, was da lebt, zu betrachten. Solange sie dem Gesetz Gottes gehorsam blieben, würde sich etwas vermehren beim Menschen. Der Lerneifer, die Freudigkeit, die Liebesfähigkeit. Und so wird es dann sein auf der neuen Erde. Und immer größer wird das Glück werden. Und immer mehr Einblick werden wir bekommen von dieser Liebe Gottes, die so unvorstellbar groß ist. Das Schönste kommt erst. Wie schön, dass es den Sabbat gibt und wir die Natur genießen können. Saugt es auf in vollen Zügen und preist ihn, lobt ihn, singt ihm zur Ehre, weil er uns dieses Nest, diesen Planeten so geschenkt hat. O Gott, wie groß bist du. Amen. Vater, du unser aller Vater, unser Erschaffer, du Schöpfer des Universums, danke für das Leben. Danke für die Erlösung, Herr Jesus. Danke, dass wir durch dich diese innige Freude, dieses Glück erleben, wenn etwas glückt, gelingt, weil du uns den Weg zeigst zum Glück. Danke für deine Richtlinien und danke, dass es so wohl tut, auf deine Liebe zu reagieren, dass wir da das finden, was uns sonst niemand bescheren kann. Vater, wir bitten dich, dass das, womit wir dich betrübt haben, sich ins Gegenteil verkehren möge. Dass dort, wo wir dir Unehre bereitet haben, etwas ganz Neues entsteht. Und dass dort, wo wir Entzweiung gebracht haben, zu Friedensstiftern werden. Und dass dort, wo Liebe mangelte, wir zu der Liebe finden, die
deine göttliche Liebe nur zu geben vermag. Danke. Du unser Schöpfer, du unser Erlöser. Danke für das Leben und für die Neuschöpfung.